Hallo und guten Morgen. Heute wieder bei der Chilin Akademie. Mein Name ist Gudrun Geibig und heute bin ich wieder im Gespräch mit einer unserer Referentinnen für den Bereich der Fachwissenschaft in den neuen Ausbildungsleitlinien. Diesmal ist das die Gabriele Sieberock. Sie unterrichtet das Modul 6, die Grundlagen der Gesundheitsförderung und Prävention. Hallo Gabriele. Hallo, guten Morgen, Gudrun. Gabriele, bevor wir uns ein bisschen über den Inhalt deines Seminars unterhalten, erzähl doch mal etwas über dich, damit wir dich etwas besser kennenlernen können. Gerne. Ich bin von Haus aus Sozialpädagogin und Körperpsychotherapeutin. Arbeite seit 2008 als bioenergetische Analytikerin in der eigenen Praxis, als Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach. Ja, und der Kontakt zur Chilin Akademie, ich glaube, der ist so zustande gekommen auch durch meine langjährige Erfahrung bei diversen Bildungsträgern mit den Schwerpunkten, inhaltlichen Schwerpunkten Gesundheit und Prävention, Sozialkompetenz, Kommunikation, aber vor allem auch Berufsbildungsprojekte. Und es geht hier ja schon auch in diesem Kontext in der Aus- und Weiterbildung darum, einen Beruf konkret auszuüben und in einem guten Kontakt und in der Anerkennung auch zu den Sozialversicherungsträgern zu sein. Insofern ist das ein wichtiger Punkt von meinem Erfahrungshintergrund her, denke ich. Ja, und selber mache ich seit über 20 Jahren einfach Qigong und Tai Chi Chuan, bin da auf dem persönlichen Übungsweg. Und habe in vielen Feldern der sozialen Arbeit tatsächlich auch auf Qigong, Tai Chi Chuan und Meditation zurückgegriffen, weil ich eigentlich auch die Erfahrung gemacht habe, dass über diese Nähe zum Körper Prozesse sich gut anstoßen lassen und auch wirklich eine große Nachhaltigkeit entwickeln können. Jetzt ist das ja ein Seminar, in dem man nicht Tai Chi oder Qigong-Methoden lernt, sondern es geht ganz speziell um die Selbstführung der Lehrenden. Also du hast ja dein Modul überschrieben mit dem Titel Selbstführung, Lebenskunst und Methode. Warum ist diese Selbstführung denn für einen Tai Chi oder Qigong-Lehrer oder Lehrerin so eine wichtige Sache? Selbstführung ist für mich erstmal generell eines der wichtigsten Tools eines Unterrichtenden, die eigene Persönlichkeit. Und Personal in der Persönlichkeitsentwicklung wird oft so ein bisschen dahingehend gerückt in den Kontext Persönlichkeitsbeschleunigung 5.0 mit Selbstoptimierung, alles, was in diesen Kontext reinfällt. Das steht für mich nicht im Vordergrund, sondern für mich steht tatsächlich eine Nachhaltigkeit und eine Tiefe im Vordergrund. Also, dass ich in einen guten Kontakt, in einen tiefen Kontakt zu mir komme. Denn tatsächlich meine Überzeugung ist, je besser ich mich kenne, umso besser bin ich eigentlich meine eigene Methode. Du hast ja das bioenergetische Gesundheitsmodell als Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung genannt. Was genau sollen wir uns denn darunter vorstellen? Das bioenergetische Gesundheitsmodell steht mir natürlich sehr nahe als bioenergetische Analytikerin. Und deswegen möchte ich darauf zurückgreifen, als exemplarisches Modell einfach in diesem Kontext, weil sich dieser Ansatz am Erleben im und mit dem Körper orientiert. Der Körper als Erinnerungsspeicher und damit als auch als ganz originäre Quelle für Persönlichkeitsentwicklung, für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, zur Begegnung auch mit seinen Anteilen, die einem vielleicht nicht so lieb sind und die vielleicht auch gegebenenfalls durchaus einem mal im Wege stehen können, auch in der unterrichtenden Situation. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man da ein gutes Gefühl und eine gute Selbstregulation auch in eine gute Selbsterkenntnis kommt. Welche körperlichen Haltungs- und Bewegungsmuster sich als Spannungsmuster vielleicht auch verfestigt haben und dadurch eben auch vielleicht mal Handlungsbreite einschränken können, ja, aber auch natürlich eine riesige Quelle sind, ins Fließen zu kommen, in den Fluss zu kommen und mein authentisches Sein einfach als Lehrpersönlichkeit auch zu entwickeln.
Sag mal jetzt für diejenigen von unseren Zuschauern, die sich damit noch nicht so gut auskennen, Bioenergetik, was ist denn das jetzt eigentlich genau oder im Unterschied zu anderen Gesundheitsmodellen, mit denen man ebenfalls Selbstkompetenz entwickeln könnte? Also für mich ist das bioenergetische Modell deswegen so wichtig und in dem Kontext mit explizit dieser Ausbildung und Weiterbildung hier auch so sinnhaft, gerade weil es eben über den Körper geht als Basis. Und das ist der wichtige Unterschied zu sehr vielen anderen Modellen, die zum Beispiel sich aus dem kognitiven Bereich herleiten lassen, auf dem kognitiv-rationalen Bereich herleiten lassen. Und da bin ich einfach der Meinung und bin auch der Überzeugung, dass der Körper da tatsächlich die beste Ressource ist. Und das ist auch das Spezielle an diesem bioenergetischen Gesundheitsmodell, dass es eben nicht über kognitive Methoden arbeitet, sondern über körperorientierte Methoden. Genau, über körperorientierte Methoden, in denen natürlich schon Denkstrukturen auch natürlich zum Ausdruck kommen. Das ist natürlich selbstverständlich, auch emotionale Strukturen zum Ausdruck kommen. Aber eben die Basis ist der Körper mit seinen Erfahrungen und mit seinen Formungen, natürlich aus unseren früheren Zeiten auch, ne, in der Familie, in der sozialen Umwelt, wie wir herangewachsen sind, haben wir in der Interaktion auch tatsächlich Körperhaltungs- und Spannungsmuster entwickelt. Sehr spannend. Es ist vielleicht viel jetzt erstmal und ich möchte es auch ganz so spezifisch machen, damit ich auch hier, damit keiner einen Schreck bekommt. Ne? Aber die sechs Punkte, um die es in der Bioenergetik einfach schon geht, ist der Energiekörper, wie ist der strukturiert, ja? Wie ist die Schwerkraft strukturiert, wie bin ich im Kern in meiner Interaktion zur Peripherie strukturiert, wie ist mein Grounding, wie ist der Atemfluss und die Pulsation, und das sind ja alles Begriffe, die wir ja im Tai Chi und auch im Qigong nur zu gut kennen. Ne? Ja, die Herangehensweise ist ja wahrscheinlich für viele, die schon vor längerer Zeit Tai Chi und Qigong gelernt haben, erstmal neu, aber auch sehr spannend. Und ich denke, das wird schon viele interessieren. Wie können wir denn jetzt mit diesen Methoden nochmal unsere alten Künste auch neu anschauen oder auch neu interpretieren oder auch neu kommunizieren? Du hast ja noch ein spannendes Wort drin, das ist das Empowerment-Konzept. Das hätte ich auch gerne noch ein bisschen erklärt. Das Empowerment-Konzept kommt tatsächlich aus der sozialen Arbeit, aus den Feldern der sozialen Arbeit. Und beim Empowerment-Konzept geht es darum, Menschen in ihren Lebenssituationen, in denen sie ja oft sich ausgesetzt oder auch überwältigt führen von Hilfsangeboten, von vielleicht auch Macht, administrativen Strukturen zum Beispiel, die als Yang erleben sozusagen, als überwältigend erleben. Und über dieses Empowerment-Konzept, über diesen Ansatz geht man da in den Feldern der sozialen Arbeit dazu über, tatsächlich die Selbstkompetenz und die Ressourcen zu stärken, sodass im Grunde genommen die drei Pfeiler von der Salutogenese zum Tragen kommen, nämlich die Bewältigbarkeit von Situationen im Vordergrund steht, dass die Menschen das auch wieder lernen, ja, dass es eine Sinnhaftigkeit gibt, ja, und eine Verstehbarkeit von Zusammenhängen. Und das sind ganz wichtige Punkte der Selbstregulation und der Stärkenentwicklung ganz einfach. Ja, interessant. Machen wir zum Schluss noch mal ein bisschen was über den praktischen Ablauf. Das Ganze wird jetzt diesmal auf jeden Fall ein Online-Seminar sein. Wie soll man sich denn das vorstellen? Hängt man ein ganzes Wochenende vorm Computer und setzt sich mit schwierigen Wörtern auseinander? Oder wie hast du dir denn den Ablauf vorgestellt? Nein, ich habe mir den Ablauf so vorgestellt, dass ich kleine Häppchen packe sozusagen, Theoriehäppchen packe, wo einfach eine Methodenvielfalt dann auch zum Einsatz kommt, mit Einzelarbeit, mit Paararbeiten, vielleicht auch ein Interview. Natürlich auch
üben, Selbstwahrnehmungsübungen zu einem Großteil, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt finde, so ganz bei sich zu bleiben, aber dann auch in den Austausch zu gehen mit einem Partner, mit einer Partnerin, um über die Erfahrung zu sprechen. Also es wird schon sehr praxisorientiert sein. Super. Diese Theorie finde ich wichtig und wie gesagt, ich versuche es so in Häppchen gut verdaulich zu packen, aber es wird schon auch viel Abwechslung einfach da sein durch die Körperübung. Sehr schön. Ich denke, das ist eine gute Brücke, sodass wir auch verstehen, warum diese seltsamen Wörter, die den meisten noch ganz fremd sind, also wie man die wirklich in Praxis umsetzen kann, warum die auch wirklich wichtig sind für unser Unterrichten. Was gewinne ich denn jetzt dazu? Tai Chi und Qigong können unsere Teilnehmer schon. Und was kommt denn da jetzt Neues dazu? Also ein sehr spannendes Seminar. Ich freue mich, dass du dabei bist und alle, die dabei mitmachen wollen, guckt mal unten in den Kasten. Da schreibe ich euch jetzt den Link zum Anmeldeformular rein. Dort könnt ihr nochmal nachlesen, was Gabriele alles machen wird. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Gabriele, vielen Dank fürs Gespräch. Einfach auch Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen, die da so Interesse an diesem Aspekt der Arbeit haben. Ja, super. Ja. Dann vielen Dank und viel Erfolg. Ja, gerne. Herzlichen Dank, Gudrun, dass ich da gerade so ein paar Sätze dazu sagen konnte.